Auf Lucas Alario muss Heiko Herrlich auf unbestimmte Zeit verzichten. Es gibt keine Spielgenehmigung vom argentinischen Verband. Die FIFA ist eingeschaltet, ärgerlich natürlich für Bayer. Und so ließ Herrlich seine erste Elf unverändert gegen die noch tor- und punktlosen Mainzer in Rot und Weiß. Die hatten hier mit Dani Lazza nach 19 Minuten den ersten Abschluss im Spiel. Leverkusen ja offensiv stark in den ersten beiden Partien, kam überhaupt nicht ins Rollen, brauchte eine ganze Weile, dass mal was ging nach vorne. Das ist Wendell, der Brasilianer hat sehr viel Zeit, das ist Dominic Kor und plötzlich 0-1. Erster Schuss im Spiel für die Gäste und die saß. Dominic Kor, erstes Saisontor. Wendell hat viel Zeit und Kor kommt so ein bisschen aus der Tiefe des Raumes angeschlichen. Brusinski zu spät raus und Mainz bis dahin gut verteidigt. Im neuen 3-4-3 ließ sich in dieser Szene doch ziemlich überraschen. Adler gegen seinen Ex-Verein in dieser Szene chancenlos. Wenige Höhepunkte insgesamt in der ersten Hälfte, aber Mainz wurde jetzt mutiger, mussten natürlich auch was machen. Die Blasis und Levan Öztunali. Klasse Versuch, 15 Bundesligaspiele ja für Bayer 04, fast getroffen gegen seinen ehemaligen Kollegen, gegen Bernd Leno. Bayer wurde defensiv anfälliger, vor allem außen. Keine Spur von Hendricks, vom Rechtsverteidiger Brusinski findet Mutu. 45. 1-1, Yoshi Norimutu, erstes Saisontor von Japaner, der war bis dahin fast unsichtbar. Hendricks ließ seine Seite da komplett offen. Brusinski dann stark mit Tempo vorbei an Tah und Sven Bender in seinem Rücken war Mutu zu frei. Der macht das sehr artistisch mit einer guten japanischen Abschlusskunst. Erstes Tor also für die Mainzer in der noch jungen Saison. Erstes Tor auch für den neuen Coach, für Sandro Schwarz. Das gab viel Selbstbewusstsein und Mainz kam voll aufgetankt und aufgeladen aus der Kabine und traf. Abdou Diallo. 57. Spiel gedreht vom Neuzugang aus Monaco. Freistoß Öztunali und auch Diallo schleicht sich da durch den 16er. Keiner hat ihn auf den Zettel. Sven Bender kann ihn nicht halten. Das sah einstudiert aus und klasse Abschluss von Diallo. Leverkusen, siebtes Gegentor schon in dieser Saison. Die meisten der Liga defensiv ganz schwach. Und vorne ging auch nicht viel. Karim Bellarabi, 67. Ein Schüsschen, null Problemo für René Adler. Ganz anders die Mainzer, die sich auch reinwarfen in die Zweikämpfe. Brusinski gegen zwei, drei Mann. Öztunali gegen zwei und dann Suat Serdar. 3-1, 71. Das sah doch ganz schwer jetzt nach dem Saisonsieg. Dem ersten auch für Sandro Schwarzhaus in der Bundesliga. 20 Minuten vor dem Ende. Entscheidend die Zweikämpfe. Von denen gewann Mainz über 60% in der zweiten Hälfte. Diese Szene war bezeichnend, wie Brusinski und Öztunali das Tor hier auf den Weg brachten. Serdar meint ein bisschen Glück. Ball war abgefälscht von Mimidi. Suat Serdar. 20 Jahre jung, kam als Elfjähriger von Hassia Bingen zum FSV. Jetzt sein erstes Bundesligator für die 05er, die einfach weitermachten. Die ganz klar bessere Mannschaft. Langer Ball, Öztunali pflückt den mal eben kurz runter und sieht dann Pablo de Blasis. Nur Leno stemmte sich dagegen, verhindert das 1:4. Klasse von Öztunali, Riesenspiel von ihm in der zweiten Hälfte. Der drehte richtig auf wie die gesamte Mainzer Mannschaft. Spiel entschieden in der Schlussphase. Schlussoffensive von Leverkusen blieb aus. Einzig Kießling, der Routinier, hatte noch eine Chance in der 88. Aber es blieb beim 1:3. Heiko Herrlich, 13. Mal auf der Bundesliga-Bank.